als die Soldaten Jesus gekreuzigt, seine Kleider und machten 4 Teile daraus. Für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch den Leibrock. Der Leibrock aber war ohne Naht von oben her in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. Was haben fromme Künstler immer wieder dargestellt? Hoch ragt das Kreuz auf Golgatha, damit wird sie würfeln. Wer den Rock erhielt, ist nicht bekannt. Doch werden Anhänger des Heilandes später versucht haben, ihn zurückzugewinnen. Sorgfältig verbarg man die kostbare Erinnerung, denn noch war das Christentum bedroht. Erst Kaiser Konstantin der Große verhalf dem neuen Glauben zur Anerkennung im römischen Imperium. Trier war seine Residenz. Na, die Mutter des Kaisers das Gewand bringen, nachdem sie es auf wunderbare Weise in Jerusalem wieder aufgefunden hatte. Das römische Weltreich zerbrach. Doch die Reliquie ruhte in einem sicheren Schrein. Jahrhunderte später entschloss sich ein Trierer Bischof, den geheimnisvollen Berichten über den Inhalt dieses Schreines nachzugehen. Nachdem er mit Volk und Klerus Rat gepflogen hatte, wurde ein 3-tägiges Fasten angesetzt. Die Legende erzählt, ein Mönch von ungewöhnlicher Frömmigkeit sei auserwählt worden, den Schrein zu öffnen. Allein, sobald er hineinblickte, ließ Gott ihn erblinden. Am 1. Mai 1196 übertrug man den heiligen Rock aus der Westapsis des Domes in den Hochaltar des neuen Ostchors. Eingemauert blieb er dort 300 Jahre lang, bis 1512 Kaiser Maximilian nach Trier kam und das Gewand zu sehen wünschte. Nur zögernd entschloss sich der Erzbischof, den Wunsch des Kaisers zu erfüllen. In allen Klöstern und Kirchen ließ er beten. Der Hochaltar wurde geöffnet und der heilige Rock gefunden. Segen bringen nur der Glaube und die Ehrfurcht, mit der man das Heil und die Nähe zu Christus, die du